Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder in Soulstone Survivors. Heute schauen wir uns den Zauberbrecher mal an. 30 mehr Gesundheit, 20 Rüstungsstärke hat er mehr. Minus 10 Modifikator für Wirkhäufigkeit. Plus 20 Modifikator für Bewegungsgeschwindigkeit. Also mehr Gesundheit, Rüstung, ein bisschen schneller. Dafür greift er nicht so oft an. Ah ja, Runen, gucken. Mehrfachkontrolle. Auf uns zielen. Na, warte mal, gucken. Das mal. Machen ihn ein bisschen schneller. Bisschen weniger Schaden erhalten. Mehrfachzauber. Und scheint ja eigentlich ein Nahkämpfer zu sein, oder? Was hätten wir denn noch so? Ha. 40% mehr Schaden. Dann müssen wir hier irgendwas wegnehmen. Ja, wir wissen ja nicht, was seine Hauptfähigkeiten sind. Aber wir können das mit dem hier, das alles auf uns zielt, ruhig mitnehmen. Das sehen wir ja dann. Uff, dann gehen wir mal. Oh, gehen wir mal hin. Hier. Oder gehen wir mal in die Höhlen. Ach, wir gehen mal in die Grotte. So, machen aber nur Stufe 3. Das reicht ja. So, Stufe 3 wollen wir. Und gucken wir mal, was seine Fähigkeiten sind. Was am besten für ihn geeignet ist. War cool durchgelaufen, direkt tot gewesen. So, gucken. War hier unten die Ecke gut? Ja, geht. Also das Schwert schneidet sehr weit. Also sehr hohen Bereich. Gucken wir mal, was er für Fähigkeiten bekommt. Je nachdem, was wir bekommen, sollten wir Fluchstufe 3 eigentlich auch schaffen. So, da wir ja nicht wissen, was seine Fähigkeiten sind, was sich gut bei ihm spielen lässt, was nicht, lassen wir das mal lieber so. Unterwerfung hat er, das war mal richtig geil. Das bekommt man super selten zur Auswahl. Selbst wenn man es gut gebrauchen könnte. So. Ah, direkt eine Mehrfachwirkung ist ja cool. Noch eine für alle drei Typen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Klingensturm. Dann würden wir uns in einer Tour drehen. Ja, wir nehmen mal das und dann das. So, alle nach vorne gerichtet ist dann wohl besser, anstatt dass wir uns mit einer Fähigkeit jetzt drehen. Sondern dass wir alle ruhig in dieselbe Richtung haben. So, müssen wir... Flammenwelle. Ja, können wir ja mitnehmen. Wir könnten ja, wenn auch, neu rollen. Aber wir wissen ja nicht, worauf wir warten. Also ist das Neurollen jetzt am Anfang auch noch nicht so sinnvoll. Aber wir haben direkt ein Upgrade für die
Lamm bekommen. Oh, Schadenserhöhung. So. In die Richtung, in die wir zielen. Mach dich Mehrfachwirkungsmodifikator. Ja, wir machen mal den Modifikator. Dann haben wir jetzt fast alles nach vorne gerichtet und die Flammen gehen um uns herum. Dann können wir uns auch irgendwann so hinstellen und müssen immer nur so in zwei Richtungen zielen. Aber dafür brauchen wir halt noch mehr Schaden. Und ausweichen müssen wir ja den Flächen trotzdem, also. So. Wollen wir davon irgendwas haben? Das sind so Standardfähigkeiten. Oh, hier für 4 Fähigkeiten. Das nehmen wir direkt mit. Oh, hier. Unterwerfung erhöhen. Magnet. Ich weiß gar nicht, ob unsere Fähigkeit bis zu dem rankommt. Ja, Blockkraft mal. So, einer der beiden ist tot. Andere auch. Erhöhen wir mal das Beil. Ja, den Slash ein bisschen erhöhen. Also verbessern. Ja, die ein bisschen verlangsamen. Wieso kriegen wir den jetzt eigentlich nicht kaputt? Ah, geht doch. So, ich wollte eigentlich wieder in unsere Ecke da. Davon nehmen wir nichts. Ja, wir machen mal einmal Magnet. Ja, Rüstung sollten wir eigentlich mitnehmen, aber Crit erhöhen. Oh ja, wir nehmen Rüstung, egal. Dann nehmen wir jetzt kraftvolle Schläge. Davon nichts. Machen wir mal die Ringsumflammen. Bisschen verbessern. Unterwerfung verbessern. So. Ja, Crit. Oh, wieder für 4 Typen. Richtig gut. So. Ja, hier die Häufigkeit der Verstärkung erhöhen. Davon nichts. Crit um 10 erhöhen. Tödliche Wirkung nehmen wir mit. Los. Da sind Bosse. Ja, wir machen lieber das hier. Ja, Hauptsache, der lebt immer noch. So, der erste ist tot. Ah, da standen wir etwas zu nah dran. Zweites auch tot.
Welche von denen machen eigentlich in einer Tour so viele Fähigkeiten auf dem Boden? Manchmal sind es richtig viele rote Flächen, wo es gar nicht so viele Gegner sind. Oh ja, Schwächen aufdecken nehmen wir mit. Bisschen ärgerlich, die Schlangen können weiter schießen als wir. Boah, hier wieder für alle unsere Fähigkeiten. Also entweder hat der immer so ein Lootglück hier, der Charakter, oder ist Zufall, aber richtig cool bis jetzt. Mit den Verbesserungen, die wir für unsere Fähigkeiten erhalten. Schaden geht auch schon einigermaßen, den wir verursachen. Mehrfachwirkung. Ja gut, bei den Schlangen dauert es echt ein bisschen länger. Ja, wir die getötet haben. So. Mehrfachwirkung. Die sind ganz schön langsam. Rüstung. Da wir ja schon wieder direkt in ihn gespawnt sind. Oh ne, das ist wieder dieser Drehhaini. Tot. Oh, ganz schön lange gedauert. Ich nehme hier mit. Gott, sind wir langsam. Aber Blockkraft erhöhen. Wenn hier schon was steht, können wir es auch einsammeln. Zum Glück haben wir jetzt auch Rückstoß und alles. Und Unterwerfung ist auch echt gut. Ja, Mehrfachwirkung. Jetzt kommen die Spinnen. Die verlangsamen einen wieder so extrem. Oh, wieder für alle Fähigkeiten. Da sind die Bosse. Gott, dafür, dass ich auf Ausweichen geklickt habe. Macht er auch noch was er will. Gnadenlos einmal mitnehmen. Ach Gott, wir müssen noch zwei töten. Ich dachte, wir sind fertig. Dann sind wir aber echt ganz schön langsam. Danach gucken, also wenn wir es schaffen, probieren wir Overlord-Modus auch mit dem.
Weil das Gute ist an Overlord-Modus, da wir den auf Fluch spielen, ist er direkt viel schwieriger als normal. Weil warum sollte man ihn normal spielen? Also er ist ja dann schwerer als das eigentliche Level, selbst wenn man ohne Fluch spielt. Aber mit Fluch ist er halt noch schwerer, es macht viel mehr Spaß. Das nehmen wir mit. Da. Bosse könnten ja ruhig mal hier spawnen, damit ich nicht so weit laufen muss. Oh, 20%. Da sind sie. So, einer ist tot. Und der zweite ist tot. 10 Minuten 30. Na, immerhin. So, da wollten wir hin. Gucken, wie weit wir es jetzt hier schaffen. Aber warte, hier war wieder das Eckenproblem. Dann gehen wir halt hier oben hin. Die kann man noch gut sehen, die Ecke. Jetzt will er es aber wissen, ne? Ein bisschen nach da zielen, ein bisschen nach da zielen. Wir haben hier echt einen Tötungsbereich. Voll gut. Aber so töten wir sie nicht schnell genug. Also mal ein bisschen rangehen. Expansiv. So. Weil wir brauchen ja die Erfahrungspunkte. So, alle mitnehmen hier. Da. Ich kann mich auch umdrehen und warten. Und dann mache ich so. Ah. Da haben wir uns so langsam bewegt. Dann machen wir uns schneller. Ganz klare Sache. Feuerschild. Können wir ja mal mitnehmen. Brauchen wir gar nicht, aber... Brauchen wir nicht. Oh, da sind die Bosse. Ah, hier wieder... Feuer-Heini und Laser-Heini. Ist da nicht wahr jetzt? Ja, jetzt sterbt halt. Geil, also bei Bossen sind wir super schlecht. Gegner sind kein Problem, aber die Bosse. Oh krass, wir sind gestorben. Die sterben ja gar nicht. Was soll denn das? Nicht wahr sein. Das hat ja gedauert. Also wir müssen... So stark genug sind wir jetzt dann doch noch nicht. Also gibt es bestimmt eine bessere Fähigkeitskombi.
Aber gut, wir spielen das erste Mal. Da geht das ja noch. Gucken, bis zum nächsten Bossen haben wir ein bisschen Zeit. Aber noch irgendwie ein klein bisschen schneller werden. Nicht schneller, stärker meine ich. Hier. Weil das war ja sehr schlimm. Das hat ja ganz schön gedauert. So, ein paar Elite. Das macht auch so ein schönes Geräusch. Magnet, aber es wäre wegen Erfahrung echt gut, aber wir haben den erst auf 6. So. Nur für den einen lohnt nicht. So, expansiv ein bisschen mitnehmen. Weil sonst müssen wir ja ran an die Gegner. Und wenn sich der Charakter ab und zu bewegt, das ist... weiß gar nicht, das Ausweichen. Nee. Die Blockkraft, glaube ich. Aber ist ja dasselbe wie Ausweichen. Ja, nee, was ist denn jetzt los hier? Kannst ja mit den Fähigkeiten auf dem Boden auch übertreiben. Da haben wir aber eben kassiert. Oh. Ja, super. Ich hänge hier fest. Das ist doch scheiße. Ja, also Bosse läuft mit dem gar nicht. Dann übertreiben es die auch gar nicht mit ihren Flächen auf dem Boden, ne? Ja, das war's. Cool, bis Stufe 12 gekommen. Können wir ja gucken, was der für eine Waffe hat. So. Machten das 10 Gesundheit weniger, 10 Rüstungsstärke weniger, Schaden mehr und Wirkhäufigkeit mehr. So können wir ja eigentlich herstellen. So, dann kann er das aber auch ausrüsten. Das gab auch direkt Erfolge für das Herstellen der Waffe. So, dann haben wir uns heute den Zauberbrecher angeguckt. Scheint ja ein guter Nahkämpfer zu sein. Mit den Fähigkeiten, gut, wussten wir jetzt nicht, ob man da hätte was besser machen können, aber scheinbar, weil die Bosse hat ja sehr lange gedauert, jetzt haben wir ja gesehen. Da gibt es bestimmt irgendwie eine bessere Kombination. Vielleicht Arkan mit Schatten oder so, Fähigkeiten. Aber die müssen einem ja auch immer vorgeschlagen werden. Und direkt bei der ersten Fähigkeit alle Rerolls verballern ist ja auch doof. Gut. Ich hoffe, ihr konntet sehen, was er so kann, wie er sich spielen lässt. Und gerne abonnieren, liken und sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns den nächsten Charakter angucken. Bis dann.